Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuschaut. Wir sind aus dem Urlaub zurück. Ja, wir müssen auch Geld verdienen, damit wir das Ganze auch bezahlen können und uns wieder einen Urlaub leisten können. Was wir jetzt hier machen, Klimi ist übrigens auch da. Ihr seht seinen Arm, jetzt seine Hand. Super, sag mal freundlich Hallo. Freundlich Hallo. So, was wir jetzt hier machen wollen, ist ein ganz einfaches Abschlusshaul. Denn einige Sachen habt ihr noch nicht gesehen, viele Sachen habt ihr gesehen. Und bei einem Teil gibt es sogar noch etwas zu bemerken. So, die Sachen habt ihr schon gesehen. Dann fang doch mal an mit irgendwas, was wir schon gesehen haben. Bluebricks fangen wir gerade mal an. Ja. Das sind hier diese 12er Tierkreise. Dann Kühlschrankmagnet, Elefant, Blumenbouquet, 5 nette kleine 1-Euro-Eier, dann diese kleinen Kogo Creator Sets, haben wir auch 5 Stück gekauft. Da freue ich mich schon aufs Aufbauen. So, und dann haben wir hier 6 von den kleinen Tierfiguren. Das war ja, Rubrix. Kannst du dann Rechnungen und sowas zeigen, euch gar nicht. Ich habe da so einen Stapel. Das kriegt dann irgendwann das Finanzamt zu sehen. Die sollen sich da gerne mit dran beteiligen. So, kleinen Kram tue ich mal ausleeren. Hier ist nämlich der Tisch ein bisschen voll. So, das. So. Ja, und schon drei. Das auch. So. Dann der nächste Akt. So, der nächste Akt. Diverse Polybags, die wir gekauft haben beim Müller, beim Lebrico, dem Klemmbausteinmuseum. In der Schweiz. Ja. Auch beim Teddy haben wir, glaube ich, was gekauft von dem. So, hier. Das haben wir bei der Action gekauft in Frankreich. Genau. Genau. Und zwar nicht der Teddy, sondern der Action in Frankreich. Denn wir haben Teddy und Action-Suche gemacht. Leider gab es da nur einen Action-Markt in der ganzen Ecke. Ja. Schade. Die meisten davon habt ihr gesehen. Ihr werdet sie alle sehen. Ja. Nach und nach werden sie kommen. Auch die großen hier. So, dann hatten wir die Sets, die wir gekauft hatten. In einem Gebrauchtladen. Gestaufen. Da hatte ich auch euch schon den Preis gezeigt. Ne? Ja. 6 Euro für ein 3-Euro-Teil. Uns war es wert. So, aber der Topf. Der Topf. Und ja, den könnt ihr schon mal vorbehalten für die 888er Verlosung. Stelle ich gleich mal hier hin. So, genau. Das war das Gebrauchset, das hatten wir euch schon gezeigt und dann das Teil hatten wir euch auch gezeigt. So, jetzt die Hefte mal kurz durchjagen. Genau, das sind hier Ninjago, Dreiertüte, City Heft, Avengers, Donald Duck, Star Wars. Ja, übrigens, das sind keine Klemmbausteine, aber ich lese es ganz gern. Noch ein Star Wars Heft, was auch nichts mit Klemmbausteinen zu tun hat. Einfach noch nicht. So, okay, das dann auch fort. So, kannst du schon mal das Brickshaus zeigen? Das ist der Karton da hinten. Das haben wir dort gekauft und Jennen, ein Sonderangebot, weil der Karton eben halt... Ja, das macht eben halt Brickshaus. Der Karton sieht nicht mehr gut aus, also wird es runtergesetzt. 3 Euro runter, hallo, ist für mich okay. Ja. So. Werden wir auch demnächst aufbauen. Ach so, herzliche Grüße, Ave Cäsar. Genau. Tasse haben wir auch noch von Brickshaus, die ist auch im Auto. Ist die noch im Auto? Ja. So, Versteinert in Trier hat man die Sets gekauft und auch die Tasse gekauft.
zum schönen. Die kommt in unsere Sammlung, stellt sie hier bitte vorne genau dahin. Das kannst du dann wieder abräumen. So. Das hatten wir auch noch in Frankreich aus dem Action gekauft. Ja. Jawohl, genau. Werden wir auch vorführen. Auch was mit Big Blocks. Ja. Okay. So, diverse Teddy-Märkte. Jawohl. Wobei wir ja ein bisschen beschuldigt worden sind, dass wir Leute zu verführen, Teddy-Markt zu rennen. Oh ja. Aber gerne. Und dann Wäscheklammern zu vergessen. Ja. Ich will hoffen, dass er sich jetzt die Wäscheklammern geholt hat für seine Frau. Ansonsten, ich habe ein Bild für dich gemacht und dann kannst du dir angucken, wie sie aussehen. Ja, damit es auch nicht vergisst. So, die richtigen übereinander setzen. Genau, wir haben ja einige doppelt. Weil ja, auch hier. Was haben wir hier? Schildkröte haben wir doppelt. Schaf haben wir doppelt. Ja, das war's dann im das großen Ganzen. Dann, ne? Ja. Ja. Sieht doch gut aus. Ach, da. So. So, ich stapfe die auch noch mal ein bisschen, weil die kommt die Kleinigkeit näher. Das lag das bei Teddy so im Regal rum. Ja, einfach rumgelegen. Keine Ahnung, was es ist. Wir werden es erleben. Rausfinden. Das ist irgendein Flieg-Rum oder ein Sauf-Ab oder sowas. Wir werden es rauskriegen, was es ist. Genau, dann haben wir hier noch ein Baustein-Ei. Ja, das hat auch nur so in den Regalen rumgelegen. Und ein Pub-Pack von Block-Tag. 2,50 Euro Teile. Hallo, das sagen wir nicht nein. Ja, denn hinten ist eine Liste, was alles drin ist. Kann man nicht nein sagen. Gar keinen Fall. Ja, auch. Gut, dann haben wir das gekauft. Ich mag Minions. Und da soll irgendwie Keks oder was drin sein. Wir werden es erleben. Wir werden es direkt vor euch aufbauen und eventuell sogar verzehren. Genau, dann haben wir ein runtergesetztes Buch gekauft. Bricktube. Bisschen schräg gehalten. Ja. Gut. Fand ich ganz interessant. Ist wohl auch von YouTubern. Mad Brick Motion. Schauen wir uns mal in Ruhe an. Ich habe noch nicht reingeguckt. Genau, das war aber das hat was mit Klemmbausteinen zu tun und dann wird es auch gemacht. Genau. So, das kannst du jetzt alles wegräumen. Und ja, wenn wir schon im Teddy waren, dann haben wir natürlich auch was für meine Diabetes getan. Süßes Zeug zum Trinken gekauft. Ich zeige es extra nicht von vorne. Nicht, weil die uns kein Geld geben, sondern ich habe was gegen Schleichwerbung. Kommt dann auch gleich weg. So. Dann hat uns in die Kommentare jemand geschrieben, es sind noch von Playtief in einem Lidl-Markt. Der war wo? Ich schreibe es unten drunter. Ja. So, dann haben wir da natürlich Bibi und Tina gefunden. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, der Traktor, der ist so klasse, den nehmen wir mit. Die hatten dann auch noch andere Sets. Hier dieses Springturnier hatten so 5 oder 6 Mal da. Und dann ein oder zwei kleine, die uninteressant sind für uns. Ja. Und da habe ich gedacht, weißt du was, das nehmen wir mit. Das kommt mit in die Verlosung rein. Und dann standen wir an der Kasse. Und dann ging der Zirkus los. Ja, das ist ausdings, das dürfen wir nicht mehr verkaufen. Das sage ich langsam, langsam. Das habt ihr hier im Laden liegen, also wird es verkauft. Ende. So, dann kam der Marktleiter. Ja, gut, okay, 28,99. Da ist mir die Freude aus dem Gesicht gefallen. Das Ding ist der reguläre Preis bei Playtief und Lidl für 5,99 €. Der wollte uns doch tatsächlich abzocken. Und ich sag's nochmal, abzocken. Wir haben nämlich eine halbe Stunde mit dem rumgemacht, bis der den echten Preis akzeptiert hat. Ja,
Wir haben die Prospekte gezeigt, wir haben sie ja selber euch auch gezeigt. Ja, wir haben ja die Dinger vorgeführt und so weiter und so fort. Ja. Über eine halbe Stunde haben wir mit dem rumgezockelt. Zum Schluss habe ich dann zum Christian gesagt, ich kauf's für den Preis. Aber dann gibt's richtig Ärger. Weil so ein Wucher, das gibt's auf keinem Schiff. Also ein Marktleiter, der nicht weiß, was er tut, er sollte seinen Job aufgeben, sich einen Besen kaufen, selbstständig machen als Straßenkehrer. Ja, das ist meine persönliche Meinung. So geht's nicht. Auf gar keinen Fall. So, was haben wir noch Feines? Nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir waren noch in diversen Museen. Ja. Wir hatten einen wunderschönen Urlaub. Ja. Und haben uns natürlich viel Arbeit mitgebracht. Das ist ja keine Arbeit. Das ist Vergnügen. Damit man mal einen Kopf frei kriegt bei der Arbeit, die wir hier machen. Morgen früh wird es hier wahrscheinlich losgehen, am Montag, dem 25. Da werden sie hier wieder in Zweierreihen bis zum Bahnhof stehen. Der Bahnhof ist ungefähr anderthalb Kilometer entfernt von hier. Ja, dann würde ich doch mal sagen, es war ein gelungener Urlaub. Und wir haben euch mitgenommen. Zumindest versucht. Mit unseren YouTube-Filmchen. Wir haben selbstverständlich auch auf Railroad Crossing, auf dem YouTube-Kanal, haben wir auch noch Sachen hochgeladen. Denn wir waren in diversen Museen noch in Frankreich, wo wir schon öfters waren und immer wieder kommen neue Exponate dazu. Und ich sag's gleich, ja komm her damit, gib her die Tüte. Genau. Die haben uns bei den Schlümpfen wieder nicht den Schlüssel für den Veyron gegeben. Ja, finde ich so reich. Ja, aber eine ganz große. Genau, dazu kommt auch noch ein Video zum City du Trail und zum Schlumpfmuseum. Ja. Genau. So, wie gesagt, Jennis und wo ist es jetzt hin? Die beiden Playtiefs kommen auf jeden Fall in die 888er Verlosung. Die zwei. Wir setzen uns jetzt gleich noch zusammen und suchen noch etwas raus, denn ich hatte gesagt, dass wir mindestens 8 Verlosungs, also 8 Gewinner haben. So, es werden vielleicht sogar 10 sein. Denn diese zwei Sachen hier werden auch verlost. Das ist einmal aus dem Schlumpfmuseum und das ist aus dem Eisenbahnmuseum. So Sachen sammeln wir. Was ist das? Ganz einfach. Das sind echte Geldscheine. Keine getürkten, das sind echte Geldscheine von der Bundesbank. In dem Fall von der französischen Bundesbank, die gibt es auch von der deutschen und von der anderen Bundesbank. Das sind sogenannte Souvenirscheine. Da gibt es welche, die Städte machen. Die lassen sich sowas drucken und da gibt es bereits einen, der kostet über 36 Euro, wenn man den haben will. Denn die Städte lassen immer 5.000 drucken. Das ist die Mindestmenge. Hinten ist immer dasselbe Objekt drauf. Manchmal ein bisschen verändert, weil jedes Jahr ändert sich das. Richtig. Und die werden wir auch dazu verlosen. Die haben alle Merkmale eines echten Geldscheines. Wie gesagt, die Dinger sind echt. Ja. Und der Wert ist null. Sind alle einmalig durchnummeriert, sind mit Kodierstreifen, sind alle mit Wasserzeichen. Alles da, was ein ganz normaler Geldschein hat. Die Größe ist anders und die Farbe ist vom 500er. Also 500er, also die Dinger holen, waschen und dann 500er draus machen. Da sagt jeder, wo hast du das Spielgeld her, weil das so klein ist. Ja, also das läuft nicht. Ja? Und ich finde es als eine ganz tolle Sache. Wir haben schon etliche. Wir haben hier sogar einen Bilderrahmen hängen. Das sind lauter 0-Euro-Geldscheine drin. Alles verschiedene Motive. Die kommen auch mit da rein. So, da haben wir dann jetzt schon mal 4 Teile von 10. 6 werden wir noch aussuchen.
kommen natürlich auch Tassen dabei und so weiter und so fort. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch dieses Endvideo gefallen hat von unserem Urlaub, unser Hauli, ja, dann würde ich doch sagen, Daumen hoch, abonniert uns. Schreibt uns in die Kommentare, ob euch die Filme gefallen haben, die wir gebracht haben. Morgen wird dann auch nachmittags noch das Startvideo für die Verlosung kommen. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Genau. Und wir verabschieden uns mit Baut was Schönes. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöle. Tschö.